wenn ich dir. Ich bin Fiona Rabeneck und ich gehe ab jetzt in die 12. Klasse und mache mein Abitur. Ich habe vor, nach dem Abitur zu studieren, vielleicht irgendwas mit Menschen, so genau weiß ich das noch nicht. Anfangs fand ich Musik nicht ganz so cool, bis vor 3 Jahren ungefähr. Da habe ich einfach ausprobiert, habe immer mehr gemacht, habe von Herzen versucht, irgendwas da reinzustecken und habe dann angefangen, meine ersten Lieder zu komponieren. Anfangs nur von leichten Gitarrenspielen. Dann habe ich angefangen, Keyboard zu lernen. Habe ich was mit Geige versucht, mit Ukulele. Alles Mögliche, was mir von Musikinstrumenten in die Hände kommt, möchte ich unbedingt ausprobieren und unbedingt machen und irgendwie mein Herz reinstecken und irgendwie mit der Musik anderen zeigen, wer ich bin. Musik ist das, was von mir aus dem Herzen kommt und womit ich schon oft Danke sagen konnte an Leute, wo ich nie die Worte dafür gefunden habe, mich zu bedanken, was sie für mich sind. Schlager, Musicals, Rock, Pop, Rap, alles, was man irgendwie hören kann. Es gibt nichts, was ich davon nicht wirklich mag, nur ein paar Lieder, die mir dann nämlich gefallen. Aber sonst eigentlich einfach alles. Weil jedes Lied eine Geschichte erzählt und jeder, der das Lied schreibt, was mit diesem Lied verbindet. Das Lied bedeutet irgendwas für den, der das Lied geschrieben hat und der es nicht singt. Und so wie ich das mit meinen Liedern mache, will ich ja auch zeigen, wer ich bin in diesen Liedern. Und manchmal kann man auch in Rollen schlüpfen mit den Liedern. Das ist halt dieses Faszinierende. An jeder Musik steckt irgendeine Geschichte hinter, an jedem Lied. Und das dann vielleicht auch selbst auf sein eigenes Leben zu übersetzen, was man dann aus diesem Lied rauszieht, ist immer wieder faszinierend. Das kann man halt in jeder Musikrichtung. Hier sind wir. Wir alle sind Menschen und wir alle leben, wie wir leben. Jeder ist ganz einzigartig. Jeder ist so, wie er ist. Und das macht ihn besonders. Und deshalb sind wir. Und wir sind gut, wie wir sind. Ich habe selbst immer wieder gemerkt, okay, hey, das hat mir jetzt gefallen. Jetzt möchte ich noch mehr machen davon. Jetzt möchte ich das Ganze ausarbeiten. Und das Ganze macht super viel Spaß. Und ich habe sogar Tage damit gehabt. Ich habe mir anfangs nicht viel darunter vorgestellt. Einfach, dass ich das spiele, es aufgenommen wird und fertig. Und mittlerweile ist daraus so was Großes geworden, was ich mir niemals hätte vorgestellt, dass es so cool wird. Dass es einfach besser wird, als ich mir jemand hätte erträumt. Stift schon in der Hand.